Punkt des heutigen Tages. Der ist ja auch schon wieder ein paar Stunden alt. Ich hoffe, bisher hat es schon gut gefallen. Jetzt machen wir, denke ich, nochmal einen ganz anderen Fokus auf. Und wir sind wirklich sehr froh und haben uns sehr gefreut, dass wir eben auch Zusagen aus der Politik bekommen haben. Leider hat uns heute noch Daniel Bayers absagen müssen, weil er krank ist. Ich glaube, das haben Sie beide auch schon erfahren. Natürlich sehr schade, aber gut, wir machen es jetzt hier mit den beiden Anwesenden weiter. Und wir freuen uns wirklich sehr, zwei Finanzausschussmitglieder, unter anderem eben auch die Vorsitzende des Finanzausschusses des Bundestags dabei zu haben. Und Daniel Bayers wäre auch im Finanzvorstand gewesen. Als erstes möchte ich Sie kurz vorstellen, Bettina Stark-Watzinger hat VWL studiert, war dann bei der Frankfurter Bank tätig, unter anderem auch in London. Eine ganze Zeit lang war dann Geschäftsführerin von LOEWE, der Uni Frankfurt ist, und vom Land Hessen Forschungsinstitut für wissenschaftlich-ökonomische Exzellenz. Sie haben auch SafeNet aufgebaut, haben Sie gerade noch gesagt. Also das sind die ganzen Thinktanks von der Goethe-Uni, die ja in Hessen und hier im Raum Frankfurt noch einiges zur Debatte beitragen. Seit 2005 sind Sie Mitglied in der FDP, 15 bis 19 waren Sie Generalsekretärin der FDP auf Hessen, nun jetzt dann die stellvertretende Landesvorsitzende. Und seit 2017 sind Sie Abgeordnete im Bundestag und sind nun jetzt eben auch Vorsitzende des Finanzausschusses. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie uns auch zugesagt haben. Gut, die Nähe aus dem Taunus spielt da sicherlich auch eine Rolle. Genau. Daniel Bayers muss ich jetzt nicht vorstellen, er ist nicht da. Dann haben wir noch zur Rechten Fabio De Masi. Freuen uns auch sehr, dass Sie zugesagt haben. Ich glaube, vielen sind Sie auch nicht ganz unbekannt, gerade auch durch die Debatten im Europarlament. Ich erinnere mich auch, ich war mal auf einer Konferenz im Europarlament, da waren auch Sie im Panel. Genau, Sie haben Master in Social Science and International Economics, unter anderem auch in Südafrika einen Master gemacht. Waren also auch international immer wieder auch um, glaube ich, in Südafrika habe ich gelesen. 2014 bis 2017 waren Sie dann im Europaparlament Abgeordneter für die Linke und seit 2017 sind Sie dann eben Abgeordneter im Bundestag und auch stellvertretender Vorsitzender der Fraktion der Linken und finanzpolitischer Sprecher und eben auch, wie eben schon erwähnt, Teil des finanzpolitischen Ausschusses. Sie haben sich auch schon zum Thema in der Presse geäußert. Sie haben das mitbekommen. Ja, ja. Ich habe ein wenig recherchiert. Sie haben im Tagesspiegel einen Artikel geschrieben, wo Sie sich gegen Kryptowährung und für Zentralbankkonten für alle ausgesprochen haben. Da sind wir natürlich interessiert, auch an der Sichtweise. Interessant fand ich, dass Sie sich auch für eine Lösung über das Target-2-System ausgesprochen hatten. Da wäre jetzt gleich schon die nächste Frage, Krypto oder kein Krypto, aber da können wir bestimmt gleich noch dazu. Genau, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Gegen Bankrun. Ach so, ja gut, da kommen wir gleich dazu. Genau, ja. Und dann haben wir noch vorne, hier ganz vorne zur Linken, Klaus Kabert. Klaus Kabert ist sicherlich vielen von Ihnen schon bekannt. Er ist der erste Vorsitzende des Vereins Monetative, schon sehr lange dabei, 2012 Gründungsmitglied, er ist Politikwissenschaftler, hat auch im Landkreis München dort bei den Grünen politische Tätigkeiten ausgeführt und hat dann, wann war das, 2009, 10, irgendwie sowas, das Buch von Erwin Fischer ins Deutsche übersetzt, das 100% Geld und ist so überhaupt erst auf die Frage des Geldsystems aufmerksam geworden, hat dann unter anderem mit Josef Huberle eingegründet. Also, natürlich auch willkommen hier in der Runde. Und zum Anfang würde ich sagen, haben wir gesagt, wir wollen nicht hoch starten, sondern eher unten anfangen. Sie waren jetzt auch den ganzen Tag nicht hier und haben also daher auch die Vorträge nicht ganz mitbekommen. Aber ich denke, vielleicht zum Einstieg, es ist natürlich interessant, warum sagen Sie für diese Veranstaltung hier zu und warum gibt es diese Debatte über CBDC überhaupt? Das heißt, wie schätzen Sie das als Politiker ein und wie positionieren Sie sich? Können Sie sich dafür aussprechen? Finden Sie das nur theoretisch interessant? Oder was sind so Ihre Motivationspunkte, wo Sie sagen, wir brauchen ein CBDC, warum? Und, oder vielleicht auch nicht? Vielleicht fangen wir hier auf der Linken an. Genau. Ja. Hier das
So, ja, also erstmal freue ich mich sehr, hier zu sein, weil ich glaube, ohne Herrn De Masi jetzt schon verhaften zu wollen, wir haben im Deutschen Bundestag leider viel zu wenig Zeit, uns mal mit diesen Themen auseinanderzusetzen, mit grundlegenden Themen, die manchmal dann auch schneller auf, doch wieder auf unsere Tagesordnung kommen, als wir uns das vorstellen können. Wir haben es ja eben schon gehört, wenn eine Krise kommt, müssen wir ja reagieren können. Und insofern freue ich mich, hier zu sein und das Thema auch mal mitzudiskutieren und vielleicht auch mal größer zu denken. Ich habe jetzt nur den letzten Teil mitbekommen, aber einfach mal ganz groß zu denken, um dann vielleicht auch vielleicht nur Teile davon mitnehmen zu können. So, jetzt aber konkret zu Ihrer Frage. Ich glaube, es ist ein bisschen Verwirrung auch noch in der deutschen Politik, über was wir eigentlich sprechen. Wir sprechen einmal über digitales Geld, das haben wir natürlich heute schon, InstaP und Ähnliches, sondern es geht jetzt eigentlich um die nächste Frage, den nächsten Schritt. Gibt es einen programmierbaren Euro oder einen Krypto-Euro? Ja? Also ich meine, die Kryptowährung lassen wir jetzt mal, also die Kryptowährung, die Bitcoin und so weiter, die lasse ich jetzt mal ganz außen vor, sondern es geht ja jetzt, das ist ja auch kein Zentralbankgeld, aber einfach mal von der Begriffsdefinition geht es eigentlich darum, wie wollen wir in Zukunft Zentralbankgeld zur Verfügung stellen. Das hat eben die verschiedenen Aspekte, die ja auch schon mal zur Sprache gekommen sind. Die Aspekte einmal für den Sparer, für den Anleger, für den Einzelnen, für den Privaten. Das hat aber auch etwas damit zu tun, wie wir uns in Wirtschaft finanzieren. Das hat was mit Risiken zu tun und für diese Risiken einstehen muss. Und darum dreht sich ja die ganze Diskussion. Ich persönlich bin der Meinung, dass eine stabile Währung ist ein öffentliches Gut und deswegen muss der Staat alles dafür tun, diese stabile Währung darzustellen und den Zahlungsverkehr auch darstellen zu können. Ich glaube auch, dass mit dem Blick auf das, was um uns herum in der Welt geschieht, wir Innovationen sehen, Veränderungen hin zu jetzt digitalem Zentralbankgeld im Sinne entweder von programmierbar. Damit meine ich, dass im Prinzip, das würde ich so definieren, dass das System noch bleibt, wie es ist. Haben. Es gibt eine Zentralbank und es gibt ein Banken, eine Ebene Banken dazwischen, die sozusagen dann weiterhin ihre Funktion ausfüllen. Dann wäre das programmierbare Zentralbankgeld im Prinzip etwas, um die Finanzinnovation zu nutzen, um Smart Contracts und Ähnliches nutzen zu können. Und dann gibt es die Frage, wollen wir ein Zentralbankgeld im Sinne von Krypto-Zentralbankgeld mit eben dem direkten Zugang auch der Privaten zur Zentralbank. Und da eine ganz kurze Positionierung. Ich bin der Meinung, dass es ein hohes Risiko bürgen würde, wenn wir das über Nacht tun würden, weil es natürlich das bestehende Finanzsystem grundlegend verändern würde. Erstens mal hätte man ein Risiko IT-mäßig. 330 Millionen Menschen würden jetzt Zugang zu Zentralbankkonten haben. Ich glaube, dass IT eigentlich ein großes neues systemisches Risiko ist. Und ich stelle mir auch grundlegend die Frage, ob es das dann besser wäre, weil Sie setzen ja dann voraus, dass die Zentralbank genauso immer stabilitätsorientiert ist. Sie setzen, und die Frage ist, brauchen wir nicht auch eine Ebene Finanzinstitutionen im Sinne von nicht nur Verschuldung und Kreditvergabe, sondern auch die Transformation über Einlagen? Weil das ganze System effizienter machen könnte und ist die Frage, können wir nicht über das Setzen der Regeln, wie das geschieht, richtig sein. Also ich bin dafür, dass der Finanzinnovation, dass wir auch Krypto-Euro begleiten. Ich würde aber nicht so weit gehen zu sagen, dass der Zugang zu Zentralbankkonten der richtige Weg ist. Interessant, Sie haben jetzt schon einige Punkte genannt, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich mit Ihnen diskutieren wollte, aber ich würde sagen, wir können sehr gut darauf aufbauen und dann da auch nochmal nachhaken, aber ich würde mit der Vorstellungsrunde sozusagen mit der Position nochmal bei Ihnen weitermachen. Das heißt, wie sehen Sie das Ganze, wie sehen Sie die Debatte auch politisch und was ist so Ihre Motivation, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Geht es, und das kann ich vielleicht noch die Frage erweitern, geht es in Richtung, wir haben es am Anfang von Herrn Binzer gehört, geht es in Richtung Utopie oder geht es mehr so in Richtung konservativer Analyse des bestehenden Geldsystems, wie kann man es vielleicht effizienter machen, kostengünstiger oder so. Also geht es um eine Utopie oder im Prinzip um eine Weiterführung des bestehenden Geldsystems mit Erweiterung? Ja, vielen Dank für die Einladung. Nein, ich glaube, es geht nicht um eine Utopie, weil die Entwicklungen ja sehr real sind. Frau Stark-Watzinger und ich waren kürzlich in China mit dem Finanzausschuss und da haben wir gesehen, wie real das ist.
Wir haben zum Beispiel, standen mal zu dritt als Bundestagsabgeordnete vor einem Kaffeeautomaten und haben versucht, einen Kaffee zu kaufen. Das war nicht möglich, weil wir sozusagen nur mit Bargeld unterwegs waren. Wir haben die bekannten Bettler gesehen, die per QR-Code Spenden entgegennehmen. Also von daher ist es ein sehr reales Thema. Und ich will nochmal sagen, bin ich ein bisschen stolz, weil wir kürzlich an der Universität Hamburg mit Frau Anknecht und einem Vertreter der MMT, wo ich einiges teile, einiges auch kritisch sehe, mit fast 1000 Studenten diskutiert. Also von daher ist das Thema, glaube ich, sehr, sehr relevant, weil das alte Sprichwort Geld regiert die Welt hat natürlich seine Berechtigung und vor allem Fragen, die jetzt anstehen, ob das der Klimawandel ist oder in die nächste Finanzkrise, ist das sehr relevant. Ich will kurz etwas sagen, weil ich glaube, dass ein paar Sachen durcheinander gekommen sind. Deswegen ist es gut, dass wir die Debatte führen. Also ich bin nicht gegen Kryptowährung an sich. Ich habe mich nur in dem Artikel auch zu Bitcoin geäußert und habe gesagt, dass ich das für Schadetanerie halte und eben Bitcoin nicht die Voraussetzung von Geld erfüllt. Das war sozusagen mein Statement. Was die technischen Grundlagen angeht, da bin ich relativ offen. Das ist auch nicht, sage ich mal, mein starker Punkt. Also da kennen sich andere besser aus. Nur meine Überzeugung ist, dass wir im Prinzip die technische Infrastruktur haben, ob das jetzt über Tage 2, über Peer-to-Peer oder andere Dinge ist, um eben auch als Zentralbank zu agieren. Und noch eine Bemerkung, ich habe dem Vortrag vorhin ja auch zuhören können. Ich bin übrigens kein Österreicher, also weder wirtschaftspolitisch noch irgendwie von meiner Staatsangehörigkeit her. Es gibt aber einige Punkte, die ich teile, einige würde ich anders sehen. Klar ist, dass Kreditschöpfung endogen ist, das heißt, dass wir täglich Geld geschöpft wird von Banken. Und das ist ein Zusammenhang, sage ich mal, das ist nicht nur in der Bevölkerung wenig bekannt. Ich würde sogar behaupten, dass es auch unter vielen Bundestagsabgeordneten nicht bekannt ist. Es gibt ja den alten Satz. Natürlich nicht den Finanzausschuss, aber es gibt ja den alten Satz von Henry Ford und so würden die Leute das Geldsystem verstehen. Also ich glaube, der lässt sich teilweise auch auf Bundestagsabgeordnete anwenden. Deswegen ist diese Diskussion eben sehr relevant und ich spreche mich aus für einen digitalen Euro, der einerseits der Kreditschöpfung der Banken entzogen ist und von daher über die Eigenschaften von Bargeld verfügt. Denn die Eigenschaften von Bargeld sind für mich nicht, dass es ein Schein ist oder eine Münze, sondern dass es A, und das ist dann die knifflige Frage, erstmal keine elektronische Datenspur hinterlässt und ein gewisser Schutzraum, sage ich mal, dass der Staat jetzt nicht jede Transaktion kennt, was ich auch legitim finde, in bestimmten Grenzen. Also ich sage mal, der Geldwäschegesichtspunkt, ich finde es nicht legitim, dass man in Deutschland ganze Hochhäuser aus dem Ritzlederkoffer bezahlen kann, das finde ich problematisch. Aber ich finde, es muss einen bestimmten Bereich geben, der eben auch geschützt ist. Und ich glaube, dass eben ein digitaler Euro die Eigenschaften von Bargeld im digitalen Zeitalter imitieren könnte. Und eine zweite Eigenschaft, die ich wichtig finde, ist, dass natürlich Bargeld sicheres Geld ist, weil es, und zwar auch nicht, weil es ein Schein oder eine Münze ist, sondern schlichtweg, weil es von der Konvention von der Zentralbank garantiert ist. Und das ist Bankengeld eben nicht. Also da gibt es die Einlagensicherung, aber wir alle wissen, wie belastbar die ist, wenn es mal wirklich hässlich wird. Und deswegen glaube ich, dass wir den digitalen Euro brauchen, um die Eigenschaften von Bargeld im digitalen Zeitalter zu sichern. Und wo ich auch d'accord gehe, ist, dass ich zum Beispiel Negativzinsen nicht sinnvoll finde. Und zwar jetzt gar nicht, weil ich glaube, es gibt jetzt irgendwie einen verbrieften Anspruch auf ein bestimmtes Zinsniveau oder so. Ich fand es falsch, dass Menschen in private Altersvorsorge gedrängt wurden. Aber ich glaube, dass Negativzinsen nicht effektiv sind, weil zum Beispiel eine Bank ja nur weil sie jetzt der Einlagenzins negativ ist, die Leute nicht dazu zwingen kann, einen Kredit aufzunehmen. Und deswegen glaube ich, ist wichtiger, dass es tatsächlich eine fiskalische Unterstützung der Geldpolitik gibt, dass man die Geldpolitik nicht mit nachfragehemmenden Strukturreformen verknüpft. Da werden jetzt unsere Unterschiede sichtbar. Und deswegen glaube ich, dass man mit einem digitalen Euro könnte man eine unverzinste, sichere Alternative schaffen. Das heißt, ich hätte ein sicheres Guthaben, was aber nicht verzinst wäre nach meiner Vorstellung.
Und das wäre das Gegenargument gegen die Bundesbank, die eben immer sagt, wenn ihr sowas macht, gibt es einen digitalen Bankrun, dann bringen die Leute alle ihre Ersparnisse zur Zentralbank und sie machen die Banken kaputt. Das glaube ich eben nicht. Alles, was die Banken tun müssten, wäre leicht positiv Guthaben zu verzinsen. Und auch jetzt wird die Kreditintermediation eben nicht über Ersparnisse finanziert, sondern ich glaube nur 20% der Passivseite der Bilanz der Banken des Euroraums ist sagen überhaupt darüber finanziert. Der Rest sind Schuldverschreibungen und ähnliches. Und insofern, glaube ich, müssen wir da einfach weiterkommen in der Diskussion und auch politisch, auch als Finanzausschuss, auch die Bundesbank und alle fordern, dass wir da ein Stück weit weiterkommen. Die Schwedische Reichsbank und andere sind da eben schon sehr viel weiter als wir. Ja, vielen Dank. Sehr spannend. Sie haben jetzt auch einige Punkte schon erwähnt, die ich auch mit aufgreifen wollte. Das heißt, das passt sehr, sehr gut. Da können wir drauf aufbauen. Und zu guter Letzt würde ich auch dich, Klaus, nochmal fragen, was sind vielleicht deine Bestrebungen? Ich meine, wir haben im Verein auch große Diskussionen, wie sollen wir uns überhaupt zu dem Thema positionieren? Und vielleicht kannst du die oder auch deine eigenen auch nochmal kundtun, warum setzt du dich für, oder warum befürwortest du das, warum lehnst du auch ein CBDC ab? Was sind die Beweggründe? Ja, also ich freue mich, dass ich hier mit Mitgliedern des Deutschen Bundestags rede. Der Deutsche Bundestag ist ein Gesetzgebungsorgan. Sie haben auch schon gesagt, wir brauchen einen öffentlichen Rahmen, ein öffentliches Regelwerk für das Geld. Und heute diskutieren wir über digitales Zentralbankgeld. Christine Lagarde sagt, wir stehen in einer historischen Situation. Es ist keine ganz alltägliche Situation. Warum? Weil es jetzt noch eine neue digitale Technologie geben wird, die das noch weiter treiben wird. Ja. Gleichzeitig ist nach wie vor die Basis unseres Geldsystems ein Bargeld. Wir leben in einer Bargeldunion, wie Thomas Mayer gerade uns dargestellt hat. Und jetzt Ihre Funktion als Gesetzgeber. Wenn man ins Bundesbankgesetz schaut, nur Bargeld ist gesetzliches Zahlungsmittel. Das glaube ich, um den Ordnungsrahmen zu schaffen für ein digitalisiertes Geld, ist jetzt ganz dringend mal der Bundestag gefragt und muss sich die juristische Gelddefinition anschauen. Das ist ja auch die Frage, was ist denn diese Krypto-Euro, was ist denn der juristische Sinn? Ja? Die Rechtsordnung setzt den Rahmen für die Ökonomie. Ja? Und mein Eindruck ist, die Geldordnung hat sich immer weiter von der Rechtsordnung entfernt. Ja. Wir können nicht erwarten, dass wir, wenn wir nur Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel haben, dass wir damit diese gesamte Entwicklung irgendwie regeln und steuern können. Das wird nicht funktionieren. Es gibt riesige Probleme. Und ein ganz konkretes Problem jetzt betrifft unsere Staatsverwaltung. Ja. Es hat in diesem März das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, ja, dass es ein gesetzliches Zahlungsmittel auf jeden Fall angenommen muss, auch werden muss für Steuerzahlung, Gebührenzahlung und so fort. Ja. Es ist nämlich schon Praxis, dass das gesetzliche Zahlungsmittel nicht mal mehr für Zahlungen in den Staat angenommen wird. Ja. Und das kann ja nicht der Zustand sein, ja, dass jemand wie der Journalist Norbert Herling jetzt sagt, er möchte den gesetzlichen Zahlungsmittel zahlen, das wird nicht akzeptiert. Das zeigt, wie weit unsere Geldordnung von der Rechtsordnung entfernt ist und da ist dringender Handlungsbedarf. Und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wird jetzt gerade noch im EuGH überprüft. Aber dann sind die ganzen Gebührensatzungen von öffentlichen Institutionen, statt sind alle hinfällig, ja, weil die schließen oft die Zahlungen, die gesetzlichen Zahlungen oder Bargeld aus. Ja. Also besteht dringender Handlungsbedarf. Und das erwarte ich mir eben vom Gesetz, vom deutschen Gesetzgeber auch, dass er mal diese Frage ganz intensiv diskutiert, weil wir haben nun mal diese digitale Gesellschaft und es kann nicht sein, dass unser Geldsystem nach wie vor total antiquiert ist. Wie soll denn das Schritt halten für die Entwicklung? Also wir haben jetzt, ich subsumiere mal die Statements, ich glaube, da konnte man schon ein bisschen was rauslesen, was ich sehr interessant fand, dass Sie eigentlich zum Anfang, Frau Stark-Watzinger, gleich gesagt haben, Sie sind mehr so der Anhänger des Wholesale-CBDCs, also dass man ein CBDC oder die
Digitalisierung des Geldes eigentlich nur im Interbankensektor sozusagen vorbringen soll und eben nicht ein Retail-CBDC einführen sollte. Das heißt, dass nicht jeder Nicht-Bank eben Zugang zum Zentralbankgeld hat. Und Sie waren eher auf der Seite Retail-CBDC. Und ich glaube, die Frage, wie man das Ganze rechtlich aufzieht, geht dann auch mehr in die Retail-CBDC-Richtung, dass man sagt, sollte dann eben es ein digitales Geld geben, was auch gesetzlich zwangsläufig ist. Vielleicht die erste Frage, könnte man nicht einfach Giralgeld zum gesetzlichen Zahlungsmittel machen, also das Bankengeld? Oder warum könnte man das nicht machen? Gibt es da irgendwie eine Meinung? Also die heutzutage haben wir das Bankengeld, das digitale Geld, was von Banken erzeugt wird, wenn man jetzt einfach sagen würde, das machen wir zum gesetzlichen Zahlungsmittel. Weil im Prinzip ist es ja zumindest vom Staat gestützt, es gibt die Eigenlagensicherungssysteme und so weiter. Warum macht man das nicht einfach zum gesetzlichen Zahlungsmittel? Darf ich gerne was reinmachen? Das würde natürlich überhaupt nicht ins System passen, weil Bargeld ist ein gesetzliches Zahlungsmittel und in den Bankenbilanzen ist ja Bargeld ein Aktivum, ein Vermögenswert. Ja? Und Giralgeld ist eine Verbindlichkeit auch außerhalb von Bargeld. Wenn du jetzt Bargeld zum gesetzlichen Zahlungsmittel machst, dann sagt die Bank natürlich prima, Dankeschön. Ja? Die ganzen Verbindlichkeiten sind weg. Wenn eine riesen Sondergebühr für die Bank ist, das geht natürlich so einfach nicht. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber es muss ja natürlich von der Qualität natürlich dasselbe sein wie das Bargeld. Ja. Das Bargeld ist ein Aktivum in der Bankenbilanz. Das ist ein Vermögenswert, wie für uns alle. Also, ich dachte, das sei jetzt eine rhetorische Frage. Ja, weil ich sage mal, Giralgeld ist Geld, ist für mich ein öffentliches Gut. Und das Zentralbankgeld ist eben garantiert und das Giralgeld ist im Zweifel eben nicht garantiert. Natürlich haben wir eine Einlagensicherung und ich will die jetzt auch nicht schlecht reden oder so, dass die, also ich will jetzt hier keine Panik oder so schüren, aber natürlich hat die ihre Grenzen. Und deswegen glaube ich, wäre das keine sinnvolle Entwicklung. Sie haben ja gerade beklagt, dass sozusagen sich wir immer mehr von dem eigentlichen rechtlichen Zustand entfernen. Das ist ja mein Argument, weil ich glaube, wir können nicht auf der einen Seite sagen, es gibt Finanzinnovationen, die wir wahrscheinlich auch gar nicht verhindern können, was wahrscheinlich auch nicht sinnvoll ist. Also dass man zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, mit seinem Smartphone irgendwo bezahlen kann. Und auf der anderen Seite sagen wir aber, wir lösen das nur dadurch, dass man seine Pfennigbeträge irgendwo einlösen kann. Also ich fände es richtig, ich finde es ganz klar zu sein, ich finde, man hat den Anspruch, in den gesetzlichen Zahlungsmitteln zu bezahlen. Ich ärgere mich schon jedes Mal in der Straßenbahn in Berlin, dass ich sagen, mit einem Scheinwort nicht bezahlen kann, im Automat, ja, und immer irgendwie passende Münzen haben muss. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, brauchen wir eben auch ein digitales Asset, das der Qualität von Bargeld entspricht und eben sicher ist. Das ist mein Argument. Allerdings sind wir sogar fast ein bisschen die falsche Ansprechpartner, denn wir sind ja jetzt nicht, wir gehören ja nicht den regierungstragenden Parteien an, wir müssen ja engagieren. Die Frage ist meines Erachtens gar nicht so sehr eine juristische Frage, weil im Bundesbankgesetz, auch in den EU-Verträgen ist klar geregelt, der Euro ist das gesetzliche Zahlungsmittel und so weiter und so fort. Sondern die Frage ist meines Erachtens, ob wir die technologische Entwicklung nachvollziehen und ob wir diese Entwicklung lieber und Co. überlassen, die dann alle unsere finanziellen Transaktionen sagen, nachvollziehen können. Das ist ja der Widerspruch. Also die AfD zum Beispiel hat jetzt kürzlich einen Antrag eingebracht im Parlament und sagen, das Bargeld schützen. Gesetzlich. Irgendwie nochmal nachlegen. Und dann stellen die sich aber hin im Finanzausschuss und sagen, ja, Libra ist ganz toll, wir sind die Partei der Freiheit. Das finde ich intellektuell ein Widerspruch. Weil wenn ich sage, ich will das Bargeld schützen, damit eben nicht jemand jede Transaktion von mir überwachen kann, dann habe ich aber kein Problem damit, wenn ein Konzern mit 2 Milliarden Usern jede Transaktion von mir nachvollziehen kann, ja, dann sage ich, habe ich mein Hirn nicht angeschaltet. Und deswegen glaube ich, geht es einfach darum, dass wir das öffentliche Gut des Geldes ins digitale Zeitalter überführen müssen, zusätzlich das Bargeld schützen müssen. Aber das ist für mich nicht so sehr eine juristische, sondern auch eben eine technologiepolitische Aufgabe, weil wenn es eben so ist,
dass immer mehr Leute zum Beispiel in der Supermarktkasse mit dem Smartphone bezahlen, weil sie Smartphones haben. Oder wenn die Oma eben nicht mehr zu ihrer Bankfiliale gehen kann, weil das Filialnetz ausgedünnt wird und irgendwann gezwungen ist, Online-Banking etc. zu machen, ja, dann kommen diese technologischen Entwicklungen eben ohnehin auf uns zu. Und dann ist die Frage, ob der Staat eben dafür ein Äquivalent bietet, das darauf vorbereitet ist. Und das kann, heißt zwar einerseits auch der Oma weiter zu erlauben, mit ihren Pfennigen oder so oder mit ihren Cent zu bezahlen, aber es heißt eben auch, dass wir diese digitale Entwicklung nicht privaten Akteuren allein überlassen dürfen, die dann ihre Marktmacht ausspielen. Aber würde es dann nicht reichen, ein sogenanntes Wholesale-CBDC einzuführen? Also, weil ich würde da gerne nochmal anknüpfen. Ich finde es nämlich sehr spannend, weil das ist ja auch die Meinung des Bankenverbandes. Der Bankenverband, der hat ja eine Studie geschrieben und dann wird groß getitelt, auch der Bankenverband spricht sich für digitalen Euro aus. Wenn man da ganz genau liest, dann sieht man, eigentlich betrifft es nur das Wholesale-System. Und da würde ich nochmal kurz anknüpfen, wo sind da die Unterschiede? Also warum sagen Sie, es braucht praktisch ein digitales Bargeld-Äquivalent und Sie sagen gleichzeitig, das braucht es eigentlich nicht, wir wollen eigentlich nur das Wholesale-System in der Bankenmarkt ein bisschen digitalisieren. Also dazu nur ganz kurz, ich kann mir vorstellen, dass man natürlich behaupte ich nicht, dass man das alles über Nacht machen kann, also das Retail. Ich behaupte auch nicht, dass das nicht irgendwie Neuland wäre. Also ich teile die Argumentation der Bundesbank zum Beispiel nicht zum digitalen Bankrun, aber natürlich würde die Bilanz anstellen der Zentralbank und natürlich hat das ein paar Effekte. Und deswegen glaube ich schon, dass man schrittweise vorgehen muss und könnte mir auch vorstellen, dass man es am Anfang erstmal auf das Wholesale beschränkt. Ich glaube aber, dass wir langfristig es eben auch im Retail brauchen, um genau diese Funktion von Bargeld eben abzusichern für die Bürger. Ich glaube auch nicht, dass man jetzt wie bei der Rentenversicherung also durch ganz Berlin laufen müsste, weil gerade wenn man eine Blockchain nutzt und da ist ja auch, sage ich mal, Blockchain heißt ja, dass ich automatisch Vertragsabschlüsse verifizieren kann, ist das, glaube ich, mit der technischen Infrastruktur auch möglich. Aber ich stelle mir eben schon Retail in der langfristigen Perspektive vor und ich wünsche mir, dass man sowas experimentell macht und, sage ich mal, kontrolliert, als dass man dazu gezwungen ist, das über Nacht zu machen. Ich sehe übrigens die Nebeneffekte der jetzigen Geldpolitik auch kritisch. Ich glaube halt, dass die fiskalische Unterstützung fehlt und dass wir deswegen viel Liquidität haben, die in die Vermögenspreise geht. Und deswegen gibt es da tatsächlich viele Gemeinsamkeiten, aber ich glaube nicht, dass Retail dazu führen würde, dass ich da jetzt überall kleine Schalterbanken oder so bräuchte, die täglich die Konten verwalten. Ich kann mir auch vorstellen, dass man sagt, man führt Obergrenzen ein. Also nicht, dass man jetzt sein kompletten Guthaben zum Beispiel im Retail-Euro halten kann oder so. Das halte ich auch nicht für nötig. Und genau, wie sehen Sie das mit der Wholesale? Ja, vielleicht zwei Punkte vorneweg. Zum einen, was Sie gesagt haben, ist natürlich schon, man entfernt sich von der gesetzlichen Regelung, die man sich selbst gegeben hat. Man impliziert damit oder man verstärkt damit eigentlich das, was in der Bevölkerung breit vorherrscht, dass das Geld, das ich auf dem Konto habe, praktisch Zentralbank, also oder, da gibt es keine Unterscheidung in der Gesellschaft. Ja, das ist übrigens auch nochmal etwas, wofür wir stark plädieren, nämlich zu sagen, ökonomische Bildung gehört in die Schule. Eigentlich muss jeder mit solchem Grundwissen über wie unsere Zahlungssysteme, wie unser politisches System, wie unsere Institutionen aufgestellt sind, müsste eigentlich jeder die Schule verlassen. Aber jetzt mal konkret zu der Frage. Also zum einen glaube ich, also man muss das ändern, man muss auch mit Bargeld zahlen können, weil da geht es überall, muss ich mit Bargeld zahlen können, es ist gesetzliches Zahlungssystem. So, wie wollen wir jetzt weitergehen mit digitalen Zentralbankgeld, nur Wholesale oder eben auch für Retail? Zwei Punkte. Das eine ist, ich glaube, dass wir mit einer Umstellung ad hoc noch gar nicht wüssten, was für Schleifspuren wir damit bewirken würden. Ich wäre dafür, auf jeden Fall damit anzufangen, dass man es im Wholesale-Bereich möglich macht, dass das der erste Schritt ist. Ich habe eben schon gesagt, auch die IT-Frage ist für mich eine große Frage, aber es kommt noch eine andere Frage hinzu. Und das ist schon die Frage, was für ein Banken und was wollen wir eigentlich noch, das Bankensystem, das wir im Augenblick haben.
Ich bin nicht dafür, oder es ist nicht mein Ansatz zu sagen, wir müssen hier Lobbyisten für bestimmte Branchen sein oder wir müssen auch nicht nur an dem festhalten, was es gegeben hat. Aber die Frage ist natürlich schon, wie schaffen wir es flexibel auf die Finanzierungsbedürfnisse im privaten und im Unternehmensbereich zu antworten. Und da ist die Frage, wenn ich jetzt auch im Retail-Bereich digitales Zentralbankgeld zulasse, wie sind dann eigentlich, wohin geht dann die private Ersparnis? Ja, ich bin auch der Meinung, dass es im Augenblick durch die Geldschöpfung nicht unbedingt nur darauf ankommt, wie die private Ersparnis ist. Ich bin auch der Meinung, dass die Geldpolitik, also die Schleifspuren im Augenblick sehr stark sind. Nur, was passiert denn, wenn wir diesen auch im Retail-Bereich zulassen? Wir wissen nicht, ob dann sozusagen das Bedürfnis der Menschen, auch wenn es zinslos ist, aber im Augenblick wäre es ja eher ein Vorteil, zinslos ist dann in dieses vermeintlich sichere Geld zu gehen. Das hieße, dass also die Finanzierung der Wirtschaft, die Kreditfinanzierung insgesamt, ja nur noch, wenn wir es nicht bei der Zentralbank wollen, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass das keiner möchte, der hier sitzt, dann müsste das ja über eine Schuldenfinanzierung bei den Finanzinstitutionen. Also Aufnahme von Kapital am Kapitalmarkt oder ja, darüber müsste es ja geschehen. Und da ist die Frage, und das müsste man einfach auch mal diskutieren, also wie sind die vermeintlichen Vorteile und wie sind die vermeintlichen Nachteile von so einer Systemumstellung? Kurze Frage, Sie sind jetzt praktisch schon bei 100% Umschwung zu 100% Geld, alles Bankengeld wird praktisch. Wenn ich davon ausgehe, dass der Retail-Sektor, also dass jetzt die Privatleute würden jetzt sagen, wir geben alles in die sicheren Assets. Im Augenblick wäre das ja sogar rational, weil sie dann keine negativen Zinsen zahlen müssen. Wenn die komplett weitergereicht werden an die Bankkosten. Genau. Sehen wir ja die ersten Schritte. So, also das heißt, was hätte das dann für Auswirkungen? Ja? Und wie flexibel ist dann noch die Finanzierung der Wirtschaft? Und wie würden die geldpolitischen Transmissionsmechanismen, wenn man denn glaubt, dass sie welche sind, Professor Meyer hat uns ja eben etwas desillusioniert, wenn man glaubt, dass es sie gibt, wie funktionieren die noch? Und ich glaube nicht, dass wir das heute schon abschließend beurteilen können. Und da wäre für mich, um jetzt doch nochmal Schumpeter auch zu zitieren, mit der kreativen Zerstörung, schöpferischen Zerstörung, im Gegensatz zu Hayek und von Mises, die sagen, exzessive Kreditvergabe im Bankenbereich hat negative Wohlfahrtseffekte. Schumpeter sagt, die Flexibilität hat positive Effekte. So, das muss man gegeneinander aufrechnen. Aber ganz klar ist, dass man natürlich ein System schaffen muss, in dem das Geld, das im Bankensektor als Giralgeld vorhanden ist, auch relativ sicher ist, nah an der Sicherheit, die eine Zentralbank gibt. Darf ich da gleich darauf antworten? Also auf das Thema Flexibilität. Digitalisierung hat natürlich auch was zu tun mit Verfügbarkeit von Geld. Ja? In der digitalen Gesellschaft, ja, wird meiner Meinung nach die bankeneigene Geldschöpfung auch deswegen immer weniger notwendig, weil die Information, wer hat Geld, wer will es verleihen. Es geht ja um Portalen und Crowdfunding und so weiter, das sind ja ganz neue Möglichkeiten. Also Geld ist ja viel leichter überall verfügbar, wo einer sagt, nee, ich brauche es jetzt nicht, ich kann es weiterverleihen. Das ist ja ganz neu und es wird ja mehr und mehr, dass diese Funktion der Banken deswegen überflüssig wird. Und jetzt muss ich nochmal ein bisschen, ich glaube schon, dass das sehr wichtig ist, auch die rechtliche Definition des Geldes. Das ist nicht einfach nur ein Hobby, weil wir haben ja den Anker des Geldes, Bargeld ist ja faktisch noch was aus der Metallgeldzeit. Ja. Da gab es ja mal einen Anker des Geldes, der hieß Gold, ja, und das konnte man sich da holen dafür. Ja. Das ist aber auch vor 50 Jahren gestrichen worden. Ja. Und Anker des Geldes ist tatsächlich dann eigentlich von der Menge her, was definiert der Staat als Geld? Ja? Also ich bin da eben schon für ein öffentliches Geld. Ja? Und wenn man sagt, das definiere ich als Geld und das akzeptiere ich als Steuerzahler und als Gebührenzahler, dann induziert es natürlich, dass man dieses Geld auch verwendet. Und jetzt noch ein anderer juristischer Aspekt. Ja? Es wird ja immer gesagt, oh je, digitales Zentralbankgeld, oh, dann führen die sich ein und dann gibt es den Riesen-Bankrun und um Gottes Willen, was passiert denn dann? Ja? Was heißt da Bankrun? Ja? Wir haben Geld auf den Girokonten der Banken liegen, das ist eine
sofortige Verbindlichkeit der Bank auf Asset-Bank Geld. Wir haben das Recht, dieses Geld uns zu holen. Ja? Und digitales Zentralbankgeld würde diese Bankrun-Möglichkeit, die Möglichkeit der Bürgerinnen und Bürger, sich auszuwählen, ich will kein Bankgeld, sondern ich will diese Verbindlichkeit einlösen in echtes Geld. Das würde die schaffen. Ja, man müsste nämlich nicht jeden Geldautomaten dann voll Geld füllen, sondern man könnte digitales Zentralbankgeld schaffen, haben auf seinem Konto. Das wäre bei der Zentralbank ein relativ einfacher Buchungsvorgang. Also es wäre viel leichter darstellbar wie der Papiergeld. Und so hätte eben der Geldbenutzer die Möglichkeit zu wählen, habe ich jetzt Bankengeld oder habe ich ein anderes. Das sehe ich jetzt nicht als Gefahr, sondern als Chance eines digitalen Zentralbankgeldes. Und dazu vielleicht ein Hinweis, das holländische Parlament, wir haben es heute Morgen schon gehabt, ja, die haben einen Beschluss gefasst. Es muss auch die Möglichkeit geben, eines sicheren, mit Zentralbankgeld abgesicherten Konto, ob das jetzt direkt bei Zentralbank angesiedelt ist oder ob das ein Treuhandkonto ist, das kann man anders, ich glaube, ich will auch nicht die riesen Zentralbank, die eben so groß ist wie ganz Berlin, Herr Mayer, ja, sondern man kann ja das über Zahlungsdienstleister, es gibt ja Zahlungsdienstleistergesetze, man kann das ja anders organisieren. Ja. Da ist mal eine konkrete Frage an Sie, können Sie sich vorstellen, auch so einen Beschluss wie das holländische Parlament zu befürworten? Das ist natürlich die Frage, ob die anderen das wollen. Ja. Und es ist ja ein bisschen bezeichnend, dass die Regierungsparteien, wir haben da tausendmal angefragt, ja, und dann bei der CDU, da hieß es, ja, naja, ist ja CDU-Partei in Leipzig, dann sage ich, okay, alle fahren da nicht hin, aber die wollen nicht und SPD eben auch nicht, ja, dass sie da ein bisschen ausweichen. Aber können Sie sich vorstellen, so eine Initiative zu starten im Deutschen Bundestag, eben, wir brauchen auch ein sicheres Konto, ja, das schaffen, hat die Wahl, ne? Das wir schaffen diese Möglichkeit, dass die Menschen ihre Forderung auf Geld auch tatsächlich einlösen. Ich glaube, dass aus meiner Sicht das wäre eine sehr wünschenswerte Sache. Und wie gesagt, das holländische Parlament hat das schon so beschlossen. Das ist ganz konkret die Frage. Ich kenne jetzt nicht den Beschluss des holländischen Parlaments, deswegen fällt es mir schwer, mich dazu zu äußern. Ich kann sagen, dass ich prinzipiell für ein solches sicheres Konto bin. Und nur weil sie mich da angeguckt haben, so wäre es ein bisschen nämlich überzeugend. Also ich habe ja vor 2 Jahren wahrscheinlich als einer der ersten so etwas gefordert. Das ist ja der Gegenstand meines Artikels im Dankeschön gewesen. Also ich habe gesagt, ich möchte ein Konto haben, bei der Zentralbank, da bin ich nicht katholisch. Also ich bin schon katholisch, aber ich bin bei der Frage nicht katholisch. Ob das, wie man das, sag ich mal, technisch von der Infrastruktur her löst. Aber ich sehe eben nicht die Gefahr, dass wir noch größere Bürotürme bauen müssen, weil wir waren ja zum Beispiel bei Alipay in China. Das ist ja jetzt sagen die Dystopie, also der Konzern, der mit über 700 Millionen Smartphone-Nutzern Finanztransaktionen abwickelt. Und ich sag mal, in China ist es so, wenn ich, glaube ich, Alipay nutzen möchte, brauche ich ein korrespondierendes Konto im chinesischen Bankwesen. Das heißt, wenn ich mir jetzt allein die Infrastruktur von Alipay angucke, wäre das wahrscheinlich schon umfangreicher als das, was uns jetzt bei einem Zentralbankkonto drohen würde. Und der Büroturm war schon groß, aber der war jetzt auch nicht 10-mal so groß wie Berlin. Also insofern, glaube ich, mir macht das keine Angst. Ich finde das richtig, aber ich kann jetzt nicht bewerten, was das niederländische Parlament beschlossen hat. Ich gucke es mir aber gerne an und ich glaube schon, dass es in unterschiedlichen Fraktionen Akteure gibt, die sagen, wir müssen diese Debatte jetzt führen. Die Bundesbank hat sich sehr gesperrt, übrigens eher, weil sie befürchtet hatte, das Bargeld wird verdrängt. So, das war bisher die Diskussion. Und ich glaube, dass jetzt aber durch Libra so ein bisschen eine andere Dynamik in die Debatte gekommen ist. Also wenn wir Schweden, Estland etc. gucken, die waren da schon weiter, aber durch Libra ist das Ganze jetzt ein bisschen aufgemischt worden, ja auch bei der Union, die jetzt das erstmal über einen digitalen Euro spricht. Natürlich auch aus anderen Motiven, gibt es unterschiedliche Vorstellungen und es ist noch nicht allen ganz klar, was darunter verstanden ist. Ich glaube übrigens, dass die Flughöhe ihrer Debatte, haben wir vorher schon besprochen, viel weiter ist als bei uns teilweise im Bundestag in diesem Aspekt. Ich möchte aber noch mal etwas sagen zu dem Aspekt, den Kollegin Stark-Watzinger angesprochen hat, mit dem digitalen Banker. Also ich glaube vielmehr, dass eine unverzinste Guthaben, ob das jetzt direkt bei der EZB ist oder in einem anderen Kontensystem, eher dazu führen würden, dass die
Geschäftsbanken nicht mehr auf die Idee kämen, Negativzinsen auch für die Massenkunden zu erwägen, weil sie ständen dann unter entsprechendem Druck. Und ich finde eins bemerkenswert bei der Argumentation der Bundesbank. Die Bundesbank argumentiert in anderen Zusammenhängen, also wenn es um Bailout, italienische Banken oder sowas geht, immer mit der Marktdisziplin. Und man dürfe ja nicht die Marktdisziplin verzerren. Aber hier bei der Diskussion heißt es sofort, oh Gott, unser armen Bank. Ja, was passiert denn, wenn wir das machen? Und das finde ich zumindest keine konsistente Argumentation. Also ich glaube, das könnte sogar dazu führen, dass solventere Geschäftsmodelle gewürdigt werden. Das Problem beim Vollgeld, also die Debatte generell, sage ich mal, auch die Kreditschöpfung von Banken zu beschränken durch diese Unterlegung, da bin ich etwas skeptischer. Ich habe da noch keine wirklich abschließende Meinung dazu. Also ich kann mir vorstellen, dass man zum Beispiel bestimmte Bereiche, sage ich mal, Immobilienkredite in einem Land oder in einer Region mit Asset-Based Reserve Requirements zum Beispiel unterlegt, um auch zu 100%. Ich glaube aber schon, dass Banken auch bei der Kreditallokation eine Rolle spielen sollten, weil sie eben Informationen haben über die Investition. Und ich glaube eben, dass wir ein atmendes Geldsystem brauchen. Manchmal braucht es mehr Kontraktion, manchmal mehr Expansion. Deswegen bin ich auch gegen strenge Geldmengenregel, deswegen bin ich auch gegen Goldbindung oder ähnliches, weil all dies, glaube ich, nicht der Notwendigkeit eines atmenden Geldsystems entspricht. Es darf nur nicht so stark atmen, dass profitorientierte Banken Kredite schöpfen. Aufgrund von Profitorientierung der Zentralbank muss in der Lage sein, sozusagen zu sagen, jetzt gibt es zu viel Expansion und der Zins ist dafür eben kein geeignetes Steuerungsinstrument, weil mit einem Zins kann ich jede Finanzblase zum Platzen bringen. Jede. Aber das ist halt wie wenn ich einen Bankräuber fangen will und dann ein Flächenbombardement eines Dorfes mache. Ich kann halt auch die ganze Wirtschaft sozusagen platt machen. Und deswegen glaube ich, brauchen wir eben andere Steuerungsinstrumente als den Zins. Würden Sie noch was sagen zu diesem Safe-Haven-Modell, dass man die Wahl praktisch gegeben bekommt? Sehr gerne. Also ich kenne den Beschluss auch nicht, ich gucke ihn mir aber auch mal an, weil dem zugrunde wird es ja auch bestimmt Hintergrundinformationen, Anhörungen, Gutachten. Wunderbar, was zu lesen, freue ich mich. Ich möchte nochmal vorneweg einschicken, nochmal zur Geldpolitik. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass wir mit den Negativzinsen, dass die Wirkung der Geldpolitik nicht die ist, die die EZB sich erhofft. Also ich glaube, dass diese Theorie des Umkehrzinses, dass vielleicht kurzfristig ein Negativzins mal möglich ist, aber langfristig die negativen Wirkungen so groß überwiegen, das glaube ich so. Jetzt aber zu der Frage, was heißt das jetzt mit dem Safe Haven? Im Prinzip verbietet Ihnen im Augenblick ja auch keiner das Geld in einen Safe bei Ihrer Bank zu legen oder in Ihren Keller zu legen. Also eigentlich ist es das Bargeld, ja. Ja. So, eigentlich ist das jetzt die Möglichkeit, statt den Safe zu nehmen, mein Konto zu nehmen. Im Prinzip ist das ja jetzt, das ist der digitale Safe. Ne? Und im Prinzip kann man da im ersten Schritt mal nichts dagegen haben. Die Frage ist, wie sich das auswirkt, ob es einen digitalen Bankern geben wird. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, und da haben wir eben auch drüber gesprochen, wie soll denn die Geldversorgung in der Wirtschaft und auch bei Leuten, die Geld nachfragen, für was immer, für Häusle bauen oder so, erfolgen. Und da muss ich nochmal sagen, dazu brauchen wir eine Arbeitsteilung. Die Arbeitsteilung ist, dass das im Augenblick private Institutionen tun. Und dass die das nicht zum Schaden der Menschen, die bei ihnen das Geld einlegen, tun sollen, da haben wir ja in den letzten Jahrzehnten auch dran gearbeitet, indem die Finanzmarktregulierung begriffen hat und eben exzessive Spekulationsmodelle oder Leverage-Modelle, die hohe Risiken haben, die dann am Ende für die zulasten der Sparer oder der Steuerzahler auch gehen, denn die Banken werden ja dann in der Regel gerettet, dass das ausgeschaltet wird. Und wenn wir das schaffen, dann ist ja auch die Frage des Risikos meines Geldes, das ich eingelegt habe bei einer Bank, geringer. Und dann ist eben nochmal, das habe ich ja vorhin schon gesagt, die Frage, was sind die Auswirkungen auf das System mit Blick auf die Effizienz, die ist?
und den Nachteilen der Unsicherheit, die bleibt. Aber auch nochmal, oder vielleicht nochmal ein anderer Punkt. Zentralbankgeld wird jetzt hier als vollkommen sicher angesehen, mit Blick auf, dass ich einen Anspruch gegenüber der Zentralbank habe. Aber auch eine Zentralbank kann eine Geldpolitik betreiben, die eine Geldentwertung per se für mich darstellt. Ja? Also das sind zwei Risiken, die wir ja haben, wenn wir an Geld- und Währungssysteme denken. Und dieses Problem haben Sie noch nicht gelöst, dadurch, dass Sie jetzt sagen, wir haben Treuhandkonten, die sozusagen Zentralbankgeld darstellen. Mit diesem Treuhandkonto haben Sie ja nur die Möglichkeit geschaffen, dass sozusagen Sie abgesichert sind vor den Risiken, die in einem im Banksystem, in Finanzinstitutionen, habe ich das richtig verstanden? Darum geht es. Es geht nicht um die Geldpolitik an sich, sondern es geht darum, dass Sie sagen, ein sicheres Konto. Ja. Gut, die Geldpolitik, die soll natürlich, die ist ja abgekommen von der Frage, die soll natürlich weiter. Die Zentralbanken bleiben ja in einer stabilen Geldpolitik, das ist gesetzlich verpflichtet. Ja. Vielleicht noch eine Sache zu dem, dass Sie sagen, dass Sie ja auch, die Banken sollen nach wie vor Kredite vergeben. Ja. Selbstverständlich. Ja. Das, was wir heute bei den Banken haben, sind eben keine richtig privaten Banken mehr, sondern sind halbstaatliche Organisationen, weil sie nämlich abgesichert sind. Ja, weil sie abgesichert werden müssen, weil wenn sie pleite gehen, dann bricht das System zusammen. Ja. Und was wir wollen ja auch private Kreditallokationen. Ja. Wir wollen das, ja, aber um das zu gewährleisten, brauchen wir eben eine klare Aufgabenteilung. Und die sieht eben so aus: Geldschöpfung, öffentliche Institutionen, Kreditvergabe, privat. Und der Ökonom Irving Fischer, der also mit einer Begründung unserer Marktwirtschaft ist, hat 1935 schon gesagt, es könnte sein, dass es die Banken sind, die unseren Kapitalismus und unser System, unsere Marktwirtschaft ruinieren. Ja, weil wenn die das nächste Mal zusammenbrechen, ja, wie will man denn noch weiterhin private Banken rechtfertigen, wenn die schon wieder gerettet werden müssen? Ja? Da sagt doch jeder, hoppla, also das ist ja kein privates Unternehmen, das wird auch gerettet. Also verstaatlichen, selbstverständlich, bleibt ja gar nicht anders möglich. Um private Banken weiterhin zu haben und mit ihnen diese private Allokation inklusive Risiko. Darauf kommt ja an, dass wenn einer bedenkenlos Kredit vergibt, ja, dass er dann dafür auch zur Verantwortung gezogen wird und dann notfalls auch die Pleite ist. Ja. Und dazu braucht es eben diese neue Aufgabenverteilung. Da muss man ganz klar einen Schnitt setzen und dazu gehört eben auch die rechtliche Definition des Geldes. Also eine neue Definition des Gesetzes ganz anders. Ich würde noch mal ein Stück zurücktreten, weil ich glaube, wir haben jetzt gerade keine offenen Punkte, die gegenseitig geklärt werden müssen, sondern wir haben jetzt schon von Anfang an eigentlich so ein bisschen diese Krypto-Thematik mit reingenommen. Ja. Ich würde da noch mal ein Stück zurückgehen, weil mir kommt so vor, dass in den letzten Monaten halt eine wahnsinnige, oder vielleicht in den letzten Jahren eine wahnsinnige Dynamik entstanden ist, die vor allem durch Kryptowährung, aber jetzt, wie auch Coris benannt hat, als Gamechanger eben durch Libra entstanden ist. Ist es wirklich nur diese Krypto-Thematik, die das ganze Thema treibt? Oder geht es nicht eigentlich um tiefgreifende Sachen? Ich würde sagen, wir sind ja hier im Forum, wir fokussieren uns jetzt nicht auf Krypto-Lösungen oder sagen, wir wollen jetzt Krypto-Euro, weil wir brauchen jetzt Krypto-Euro. Ja? Wir haben ja andere Fragen. Das heißt, nochmal vielleicht einen Schritt zurück. Ist das Ihres Erachtens die Hauptmotivation auch in der Politik, jetzt zu sagen, weil wir sehen, durch die Technologie ist es möglich, eben ein anderes Geld zu schaffen, wie Kryptotechnologien und Libra. Da sollen jetzt die Staaten mitmachen oder geht es eigentlich auch um tiefgründigere und tiefgründigere Argumentation? Das ist natürlich jetzt auch ein breites Feld, das Sie aufmachen. Libra ist ja für mich ist Libra eine Frage, wie man Zahlungsverkehr abwickelt. Weil Libra ist als Stablecoin abgesichert durch bestehende Währungen. Libra hat in dem White Paper, das sie veröffentlicht haben, ja auch drei Seiten erstmal sozusagen den Wohlfahrtsgewinn, den sie darstellen wollen oder den sie bringen wollen, dargestellt. Libra wird ja nur dann ein Geschäftsmodell, wenn es für mich besser, leichter und sicherer ist und günstiger ist, Zahlungen durchzuführen. Innerhalb des Euroraums ist das meines Erachtens würde ich nie Libra nutzen, weil innerhalb des Euroraums haben wir das schon.
aber außerhalb, wenn es grenzüberschreitend ist oder in Ländern, in denen keine Institutionen da sind. Also die Frage ist, können wir durch die Technologie, durch die Blockchain-Technologie und oder die DLT-Technologie private, dort wo keine vertrauenswürdigen Institutionen da sind, können wir dort privat Institutionen schaffen oder sie ersetzen durch diese vertrauenswürdige Technologie. Und das sind natürlich schon tiefgreifende Fragestellungen, die in solchen Situationen gegeben sind. Aber Libra an sich kauft sich ja sein Vertrauen dadurch, dass es die anderen Währungen nutzt. Es ist hinterlegt mit einem Währungskorb. Und dann stellt sich aber auch die Frage, wir haben noch nicht drüber gesprochen, es wurde von Herrn Professor Meyer vorhin angesprochen, die Verschränkung Staatsfinanzierung und Banken, weil ja die niedrige Geldpolitik eigentlich dazu geführt hat, dass die Banken sich vollgesogen und die Regulierung dazu geführt hat, dass die Banken sich mit Staatsanleihen vollgesogen haben. Und wo haben wir im Augenblick, wo sitzt dann die Macht? Das ist schon eine Frage, die man stellen muss, wenn da ein Player kommt, der plötzlich Eigentümer, also von großen Währungskörben wird. Welche Macht hat der dann in dem ganzen Spiel und kann Einfluss ausüben, sei es nur hinter den Kulissen? Wir hatten ja jetzt die Diskussion im Deutschen Bundestag über die Freilegung von Schnittstellen, technologischen Schnittstellen, wo im Augenblick die Tech-Unternehmen, die großen, weil sie nicht unter die Zahlungsdienste-Aufsichtsgesetz fallen, Vorteile hatten. Und da wird schon hinter den Kulissen auch versucht, für das eigene Geschäftsmodell sozusagen zu antischampieren. Und da muss man sich dann schon fragen, welche neue Macht entsteht da? Und da konnte man uns in den Anhörungen im Deutschen Bundestag keine Antwort geben. Und das Zweite natürlich auch, entstehen neue systemische Risiken, wenn so große Stände in einzelnen Händen gehalten werden. Also da sind schon rein über dieses, das ist schön, weil wir alle plötzlich vielleicht einfacher und günstiger zahlen können, sind dann schon große Macht und politische Fragen dahinter. Ja, also ich glaube auch, es stellen sich ein paar grundsätzliche Fragen. Ich nenne das mal so mit der Frage der öffentlichen Infrastruktur im digitalen Zeitalter. Und ich hatte jetzt am 11. Dezember eine Ökonomin eingeladen, die Mariana Mazzucato, Innovationsforscherin, die sich mit diesen Fragen befasst. Also ich musste leider absagen, die wäre sonst in den Bundestag gekommen. Das wäre wirklich sehr spannend gewesen, weil ich glaube, wir vor grundlegenderen Umwälzungen stehen. Also als ich noch VWN-Student war, da war das klassische Beispiel für Netzwerk wieder so das Telefon. Ne? Also habe ich ein Telefon alleine, bringt mir das wenig, haben viele Leute ein Telefon, habe ich einen größeren Nutzen, es kann rivalisierender Nutzen. Wir haben in vielen Bereichen der digitalen Infrastruktur eben die Situation, dass dann häufig gesagt wird, naja, die Leute zum Beispiel, die müssen ja nicht auf Facebook unterwegs sein. Stimmt, die müssen nicht auf Facebook unterwegs sein, aber wenn eben irgendwann, so wie ich mir keine Telefonnummer mehr merken kann, seit es das Handy gibt, wenn eben irgendwann alles auf einer technologischen Grundlage gespeichert ist, meine ganzen Kontakte, meine ganzen sozialen Beziehungen, dann bin ich eben gezwungen. Oder die Oma auf dem Land, wenn eben die Sparkasse die Filiale zumacht, dann ist sie eben gezwungen, irgendwann auf Online-Banking oder was auch immer auszuweichen. Und insofern stellt sich ganz grundlegend die Frage, ob wir diese Infrastruktur, und zwar völlig unabhängig, wie man jetzt politisch oder wirtschaftspolitisch, aus welcher Tradition man kommt, dass ein gewisses Minimum an öffentlicher Infrastruktur gibt, die eben nicht nur privaten Unternehmungen überlassen wird, ist, glaube ich, dafür lässt sich ein relativ großer Konsens herstellen. Und ich glaube, es geht einfach um diese Frage. Und das, was die Kollegin angesprochen hat, war ja zum Beispiel, dass Apple wohl im Kanzleramt interveniert hat, weil sie nicht wollten, dass sie ihren Chip da im iPhone auch öffnen müssen, die Schnittstelle für die Sparkasse, wenn die eine App hat. Und das heißt, wir haben auch eine relativ große Lobbymacht jetzt der Fintechs, die zum Beispiel gesagt haben, die Banken müssen sozusagen sich öffnen, damit Klarna und wie sie alle heißen, eben Zahlungen abwickeln können, aber umgekehrt eben nicht. Und da entsteht schon ein massiver Druck. Das hat nicht nur mit Krypto zu tun, also dass die Banken einfach, eine Bank, die hat dann eben Mitarbeiter und versucht irgendwie vielleicht, also die regionale Wirtschaft, das Investitionsvorhaben zu bewerten, und die Fintechs können sich, also so wie Uber sagt, ich fahre eben nur noch zum Flughafen und unterliege nicht denselben Auflagen wie traditioneller Taxifahrer, sagen die halt, wir machen nur noch das, was Spaß bringt, und das ist eben die großen Umsätze zu generieren, die ganzen elektronischen Datenspuren auszuwerten, also Alipay, die innerhalb von Sekunden
mit dem Algorithmus Kreditentscheidungen zum Beispiel abwickeln, weil sie gleichzeitig die ganzen Services anbieten. Das heißt, wenn ich mir ein Taxi rufe, eine Pizza bestelle und all das eben auswerten können. Und das können die Banken nicht und von daher entsteht natürlich ein großes Zerbürfnis. Und die Frage ist, löst man das jetzt dadurch, dass man den Banken dieselben Rechte einräumt wie den Fintechs oder muss man die eben regulieren? Und ich finde, man muss die regulieren. Ich finde, sogar Libra sollte man nicht zulassen. Die Frage ist, kann man das? Können die das unterlaufen, wenn sie in einem EU-Mitgliedstaat zugelassen werden? Das sind alles diese komplizierten Fragen. Aber interessant ist ja, dass Libra, das ist meine Information, vor allem auch so viel Widerstand stößt, jetzt auch von Trump oder so, weil sie nämlich entschieden haben, ihren Währungskorb nicht ausschließlich an den Dollar zu koppeln. Das war, sagen wir, der große Fehler, in Anführungszeichen, den sie offenbar in den USA gemacht haben. Ich glaube den Jungs auch nicht, dass sie keine Kreditschöpfung betreiben würden, weil die müssen nur, also die E-Geld-Richtlinie momentan sieht eben vor, dass man an eine Währung gekoppelt ist, deswegen wäre das schon mal schwierig, würde lieber nicht runterfallen, weil es ein Währungskorb ist, aber die müssen nur die Gewichte in diesem Währungskorb verschieben. Und schon können wir eine Art Kreditschöpfung sozusagen generieren und würden dann irgendwann auch Zentralbank spielen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir da jetzt wirklich handeln und was tun. Also zurückführen des Zahlungsverkehrs, Sie haben das öffentliche Gut angesprochen, zurückführen, genau. Dass also das, auch der Zahlungsverkehr zum besten öffentlichen Gut wird, unabhängig vom ist es auch. Die Möglichkeit, Zahlungsverkehr durchführen zu können, ist ein öffentliches Gut, ja, dass das stattfindet. Aber gibt es das heute schon? Also ist das ein öffentliches Gut? Ja, durch die Regulierung. Durch die Regulierung. Also die Frage ist, was Sie darunter verstehen. Was Sie darunter verstehen. Ich will nur sagen, ich stimme zu. Also wir haben zum Beispiel das Problem des Too Big to Fail nicht gelöst. Wir haben eher zunehmende Konzentration im Bankensektor. Ja. Genau. Und insofern, also das ist immer ganz interessant, weil man als Linker immer gesagt hat, wir wollen alles verstaatlichen. Die verstaatlichen sich ja immer selbst auch so. Ja. Also im Zweifel. Also ich sage mal, Frau Merkel und so, die haben mehr Banken verstaatlicht als ich jemals in meinem Leben. Deswegen wollte ich auch nochmal widersprechen, weil Herr Mayer vorhin gesagt hat, also mit dem Sozialismus oder so, ne? Also die Dividendenausschüttung für alle, das wäre für mich nach meinem Verständnis kein Sozialismus, dass alle irgendwie was ungeschrieben bekommen und deswegen bin ich auch gegen eines Grundeinkommens und andere Dinge. Ich würde nur sagen, ich glaube, es gibt alle möglichen Debatten, die jetzt angestrebt werden. BlackRock hat jetzt ein Papier gemacht und ich bin jetzt selten nah bei BlackRock, wo sie gesagt haben, man muss mal drüber nachdenken, ob die Zentralbank in einem gewissen Umfang auch öffentliche Investitionen finanziert in der nächsten Krise. Ich finde das richtig, weil ich glaube, dass die fiskalische Komponente fehlt. Ich finde das auch richtig, weil es mich nicht überzeugt, dass Geld für Banken gutes Geld ist und Geld für den Staat schlechtes Geld und das eine wirkt inflationär und das andere nicht. Ich glaube, es gibt eine Grenze. Ja, also die Zentralbank muss weiterhin dann zum Beispiel über den Zins die Staatsfinanzierung verteuern können oder sie muss sagen können, das gefährdet jetzt meinen